Servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich gerade so, ich habe nämlich ein richtig cooles neues Frühstücksrezept entdeckt. Ich habe es auch gerade eben zum ersten Mal gegessen. Es hat so, so gut geschmeckt und deswegen bin ich richtig begeistert und will es direkt mit euch teilen. Ich habe jetzt alle Sachen noch dafür da und ich habe gedacht, das ist bestimmt auch was für euch, so wie ich euch kenne. Und ja, wir machen zusammen Spiegeleier mit Gemüsenudeln. Viel Spaß beim Video! Ja, das Rezept habe ich gerade so ähnlich auf Pinterest gefunden. Ich habe das so ein bisschen durchgescrollt und geguckt und ja, was man halt zum Frühstück mal machen könnte, ohne gleich direkt hier riesen Mengen an Carbs in sich reinzuschaufeln. Und da bin ich auf so Süßkartoffelnester mit Spiegelei gestoßen. Ich habe es jetzt noch ein bisschen erweitert. Wir machen noch Zucchini-Nudeln mit dazu und ich habe noch frischen Koriander. Es wird richtig, richtig gut. Ich bin sicher, das schmeckt euch. Wie ihr gesehen habt, die Süßkartoffelnudeln habe ich schon vorbereitet. Die Zucchini machen wir jetzt zusammen. Da habe ich einfach so einen, wie heißt das eigentlich, Spiralschneider. Und ja, es geht kinderleicht. Ich denke, ich muss da jetzt gar nichts groß erklären. Da schneidet ihr euch einfach aus einer Zucchini eben solche Zudels, wie man sie ja auch nennt. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Carbs sparen wollt, dann nehmt halt keine Süßkartoffel, sondern vielleicht Karotte oder was könnte eigentlich noch gehen, weiß ich gerade gar nicht. Okay, ich habe hier so ein Cooking Spray, das heißt, es ist einfach Öl, so in Sprühform. Man verbraucht da halt ein bisschen weniger davon und spart sich ein paar Kalorien. Jeder normale Mensch kann auch ganz normales Öl nehmen. So, jetzt lassen wir das mal schnell heiß werden und dann kommen die Süßkartoffeln als erstes rein und die Zucchini warte ich ein bisschen, weil die brauchen nicht ganz so lang. So. Jetzt lasse ich die einfach mal so ein bisschen anbrutzeln. Man kann schon ein paar Gewürze dazugeben, also Salz auf jeden Fall. Cayennepfeffer, weil ein bisschen scharf schadet ja eigentlich auch nie. Das Gericht, das könnt ihr euch eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, also ich finde es passt als Frühstück genauso wie als Abendessen oder keine Ahnung, irgendwie mal zwischendurch als Snack, weil viel Kalorien hat es nämlich auch nicht. Dann am besten natürlich frischen Knoblauch. Ich habe jetzt hier das Pulver. So, jetzt kann die Zucchini dazu. Das klappt irgendwie am besten mit denen schon. Sieht ja wohl schon mal richtig geil aus, oder? Ich bin nämlich in letzter Zeit richtig Gemüse verrückt. Ich habe nämlich so ein Beauty-Buch und in dem, ja, das hat mich total dazu motiviert, immer zu jeder Mahlzeit ganz viel Gemüse zu essen, ganz viel Greens und so. Und ich finde, man fühlt sich dann gleich früh schon so richtig so vital. Okay, vital hört sich irgendwie so rentnermäßig an. Nee, ich fühle mich so voll energiegeladen und auch nicht zu voll. Ja, einfach irgendwie richtig gut. Deswegen gebe ich euch jetzt unbedingt als Tipp, das Rezept mal auszuprobieren. So, ein bisschen Salz noch. Und das jetzt, bis es halt alles so ein bisschen weich geworden ist, einfach mal anbraten lassen. Und dann kommen die zwei Spiegeleier dazu. Das finde ich so ein richtig sommerliches Gericht. Also das ist jetzt schon wieder was, das könnte ich jetzt wieder jeden Tag essen, bis es mir zum Hals raushängt. Das weiß ich schon ganz genau. So, und weil die Eier, die brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit, deswegen macht es nichts, wenn die Nudeln noch nicht ganz durch sind. Dann machen wir jetzt einfach so zwei so kleine Platzhalter für unsere Eier und da schlage ich die dann einfach rein. Fast so ähnlich wie Shakshuka, das ist ja sowieso mein Lieblingsessen. Hat es eigentlich jemand von euch schon mal ausprobiert? Falls ja, dann ist das auf jeden Fall auch was für euch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Eier durch sind. Das dauert, denke ich, mal so, kommt drauf an, wie durch ihr die haben wollt, aber so zwischen 7 und 10 Minuten, schätze ich mal. Und dann kommt noch frischer Koriander oben drauf. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Es gibt Leute, die hassen Koriander wie die Pest. Oder welche, die lieben es. Ich zum Beispiel habe es in letzter Zeit echt voll für mich entdeckt. In der Zwischenzeit kann ich ja mal kurz ein bisschen was über meine Diät erzählen. Die habe ich letzte Woche richtig gut durchgezogen. Ich muss jetzt ungefähr, keine Ahnung, 10 Stunden Cardio die Woche machen, aber es bringt zum Glück endlich mal was. Ich bin jetzt so lang so ein bisschen vor mich hingedümpelt, hat immer nichts so richtig angezogen, aber jetzt bin ich ungefähr so bei 1450 Kalorien und ja, viermal Training die Woche, dazu noch, oh Gott, 2,5 Stunden Cardio, glaube ich, mittlerweile und ja, jetzt geht langsam was
voran. Deswegen kommt mir dieses Essen auch gerade so recht. Es hat nämlich sehr wenig Kalorien, 300 circa. Und das kann man dann früh gleich schon mal gut vertragen. Kurz bevor die Eier fast fertig sind, tue ich noch ein paar Tomaten dazu. Das mag ich nämlich auch in letzter Zeit ganz gern, wenn die so ein bisschen warm sind. Und wir können schon mal den Koriander schneiden. Das sieht jetzt leider immer so ganz so frisch aus. Der liegt hier schon ein bisschen. Aber ich denke, es geht. Und wisst ihr, was das Allergeilste war, wo ich das gerade eben gegessen habe? Das bildet dann unten so eine geile Kruste irgendwie und es wird so richtig knusprig, die Süßkartoffeln. Vielleicht, wer es sich erlauben kann, könnte noch sogar noch ein bisschen Käse mit reinmachen. Aber oh, ich esse es gleich direkt einfach nochmal. Dann habe ich hier noch Avocado, einfach ein bisschen für die guten Fette auch noch dazu. Da schneide ich mir einfach noch drei so Scheibchen ab und die tue ich auch kurz mit in der Pfanne anwärmen, dass sie auch noch schön weich ist. Ich kann mir auch noch mal ein paar Alternativen überlegen, was man statt Süßkartoffeln und Zucchini noch nehmen könnte. Und ich schreibe euch das einfach alles zusammen wieder in den Blogbeitrag, dann lest ihr da auch die Nährwerte und wie man das vielleicht noch ein bisschen variieren könnte. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ein bisschen Kräuterquark oder so noch ganz gut dazu schmecken könnte. Ja, oder ich überlege mir mal was, schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei. Den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. So, jetzt komm, tue ich noch ein bisschen frischen Pfeffer oben drüber. Oh Gott, es riecht schon so gut. So, und jetzt ganz zum Schluss kommt dann einfach der frische Koriander oben drüber. Und wer mag oder wer hat, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Limettensaft drüber träufeln. Habe ich jetzt aber nicht da. Dann ist unser Gericht eigentlich fertig. Man kann es eigentlich quasi direkt aus der Pfanne so essen. Dann bleibt es auf jeden Fall so schön, wie es jetzt aussieht. Ja Leute, das war's. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich denke, ich habe jetzt hinreichend bekannt gegeben, dass es mir sehr gut schmeckt. Ja, schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, ob das was für euch ist. Und falls ja, dann lasst mir halt mal ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben. Bis bald, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.